Hallo Welt. Heute präsentiere ich euch in einem wunderschönen Puma-T-Shirt ein neues Hobby von mir, was rein technisch gesehen nicht ganz thematisch zu dem Kanal passt, aber ein paar meiner Zuschauer definitiv interessieren wird. Und als Einzelvideo mache ich nicht extra einen neuen Kanal für solche Themen auf. Heute präsentiere ich euch ein weiteres technisches Hobby von mir und es steht da drüben wunderbar aufgereiht auf dem Tisch. Seid gespannt. Und drehen. Da läuft es. Da stehen sie. Das ist ein Hobby von mir. Das ist ja im Grunde genommen neben dem Nintendo 64 die schönste Videospielkonsole, die jemals ein Mensch im Universum designt hat. Also etwas Schöneres ist noch nicht entstanden, etwas Schöneres hat das Universum noch nicht hervorgebracht. Oh Gott, und die steht auch noch nicht mal bündig. Frechheit. Ja, und was genau ist ein Hobby damit? Mein Hobby ist nicht nur diese Spiele zu spielen, obwohl die schönste Grafik im Universum haben und die schönsten Sounds bei gleichzeitig schlechtester Steuerung, die je ein Mensch gesehen hat. Ist es nicht nur, dass ich damit spiele, ein Hobby von mir, sondern auch sie einfach nur zu haben, als Designkunststück. Und obwohl ich ein Messi bin, der in Materie fast erstickt, wird das das letzte Objekt bleiben, was ich mir als Materie aufheizen werde. Diese Konsole, jetzt kann man sich die Frage stellen, warum habe ich vier Stück davon? Na, ganz einfach, ich habe nicht vier Stück davon. Zwei davon gehören meiner Freundin und zwei mir. Und mal davon abgesehen, dass es eine der stromsparendsten Konsolen aller Zeiten ist, ja, die heutigen Konsolen und Computer 100 bis 200 und sogar mehr Watt fressen, braucht diese Konsole nur 10 Watt. Ihr solltet damit den ganzen Tag spielen, habt ihr keine Stromrechnung mehr. Nee. Es ist durch Zufall entstanden, und das war mit der Hauptantrieb für dieses Video hier, dass Konsolen unterschiedlicher Herstellungsphasen in mein Leben getreten sind. Das heißt, diese Konsolen wurden unterschiedlich entwickelt und haben alle Unterschiede in den Anschlüssen. Das fand ich ganz spannend, das wollte ich der Menschheit mal mitteilen. Ich werde das auch auf allen möglichen Videospielkanälen und live Streams verlinken. Da! Das ist eine der ältesten Konsolen aus den frühen 90ern ever. Sie hat noch zusätzlich zu den normalen Anschlüssen, und ihr werdet am Ende des Videos sehen, was die normalen Anschlüsse sind. Das sind nämlich nur diese beiden plus Strom, das war's. Ja, zusätzlich zu den normalen Anschluss Cinch-Ausgänge und könnt Bild gleichzeitig ausgeben, was sensationell ist, wenn man damit streamen möchte. Und nämlich eins zum Fernseher und eins aus dem Computer reinjochen kann, das Signal. Leider ist das nicht meine Konsole. Und die hat einen Parallel-IO-Port und ich glaube, dass er dazu da ist, zwei PlayStation miteinander zu verbinden. Weiß ich auch jetzt nicht 100%, weil ich diese Funktion leider nie gebraucht habe. Bei einem etwas moderneren Modell haben die das dann verändert. Und die Cinch-Anschlüsse weggenommen. Aber noch, stell mal scharf, aber noch den Parallel-IO-Board dran gelassen, den ich auch mal öffnen kann. Für technisch Interessierte. Wer übrigens mehr Ahnung davon hat, von den Konsolen als ich. Okay, das kriegt man nicht mit einer Hand raus. Vielleicht hier drüben? Ja, das muss mit einer Hand raus. Wer mehr Ahnung von der PlayStation hat als ich, sagt jetzt Bescheid. Kann ja sein. Die hat noch ein Parallel-IO-Port, aber schon die anderen Anschlüsse nicht mehr. Und die neuesten Versionen, das sind die beiden da hinten, die haben dann beides nicht mehr. Bei denen fehlt kompletter Cinch-Anschluss und komplett der Parallel-Port. Das haben die sich dann gespart. Großfirmen wollen ja immer sparen. Und das müsste übrigens die meistverkaufte Konsole überhaupt sein, bin mir nicht ganz sicher. Zumindest eine Nicht-Handkonsole. Aber sie haben auch interne Unterschiede.
wie mir aufgefallen ist, wenn man die Klappe öffnet. Einen muss ich noch das Spiel rausnehmen. So. Achtet mal, wo der Laser sich befindet bei dieser Konsole. Achtet mal, wo er sich befindet. Ein etwas moderneres Modell. Unglaublich, die sollten sich echt was im Grund und Boden schämen. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn Kunden denken, sie kaufen dieselbe Konsole und haben dann am Ende des Tages alle was anderes bei sich zu Hause stehen. Finde ich total scheiße. Und die neuesten Versionen haben die den Laser dann auch dort. Kurz die Konsole. Geht gar nicht mehr richtig. Ja. Sensationell. Da muss ich noch ein Foto machen. Zwingend. Ja. Und diese Konsole verwende ich zum einen als Dekorationsobjekt. Steht den ganzen Tag eins bei mir auf dem Tisch. Gucke ich 24/7 drauf. Und wenn auch Zeit bleibt in meinem überstressten Leben, spiele ich natürlich auch noch damit. Weil die Spiele machen Spaß. Und ich habe mich durch diese Konsole an Pixel-Grafik gewöhnt und kriege gar nicht genug davon. Deswegen finde ich es total schlimm, wenn die neue Spiele nochmal, wenn die alten Spiele, die 25 Jahre alten Spiele nochmal neu auf den Markt bringen, mit neuer Grafik und die ans Pixel dann fehlen, wenn du es dann auf dem PC nachzockst. Finde ich zum Kotzen. Ich möchte diese scheiß Grafik, weil sie für sich wunderschön ist. Das war gerade witzig. Gerade jemand zum Fenster reingeguckt. Weil ich habe für euch das Rollo geöffnet, damit ich das Ganze mit viel Licht filmen kann. Ja, also. Mein Elektronik-Hobby, wie funktioniert das Ganze, wird damit gefrönt. Mein Dekorationsanspruch und mein Videospiel-Hobby. Unglaublich. Man hat dreimal Spaß in einem. Ja. Und jetzt sagt mir, was ihr davon haltet. Und schreibt das in die Kommentare. Und liked das Video mit 1 Milliarde Menschen, damit ich durch YouTube steinreich werde. Verstanden? Gut. Möchte ich nochmal auf mich zeigen. Oh, ja. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage Tschüss. Bis irgendwann. So, noch ein kleiner Nachdreh für Interessierte, die sich die Konsole holen wollen. Die haben natürlich Modellnummern, über die man die identifizieren kann, wenn man die ins Internet reinhaut. Kann man dann die Konsole finden und vielleicht für sich ergattern, wenn jemand zum Beispiel so eine ganz alte Konsole will mit Cinch-Anschlüssen und parallel IO oder 1.0 oder was auch immer das bedeuten soll, fort. Die haben verschiedene Modellnummern und die lese ich euch jetzt mal vor. Ihr könnt ja auch das Video anhalten und aufschreiben. Diese Konsole mit Cinch-Anschlüssen hat die Modellnummer SCBH-1002. Diese Konsole, die Cinch schon nicht mehr hat, aber noch ein älteres Modell ist, weil sie noch diesen Port hat, hat dann die Serien, die Modellnummer SCBH-7502. Sieht auch in Klammern, was die jeweils haben wird nicht. Und die beiden Konsolen da hinten, die ja nicht mehr haben, stell mal scharf, die gar nicht mehr haben, haben die Modellnummer SCBH-9002. Ja, und ironischerweise habe ich eines der wichtigsten Merkmale der Konsole vergessen, warum die für immer in mein Herz geschlossen bleiben wird und zusätzlich, obwohl es schon durch und durch perfekt ist, zusätzlich immer die schönste Konsole der Welt bleiben wird mit sehr vielen alten Konsolen der frühen, mittleren und späten 90ern sowie der frühen 2001er Jahre. Das liegt daran, dass sie es mir leicht macht. Das heißt, wenn ich die Konsole gekauft habe, kann ich sie anschließen und drauf losspielen. Zum einen wirst du nicht belästigt mit Microsoft sagt ihnen, dass sie jetzt ein 10 GB Update machen müssen, wenn sie mit ihrer Konsole spielen wollen, die deine 1 TB Festplatte vollknallt, auf der neuesten Konsole, aktuell Xbox One, noch, bald gibt es eine neue dieses Jahr, wir haben jetzt 2020.
Du wirst nicht mit Updates belästigt, du drückst den Startknopf und kannst tatsächlich losspielen. Man glaubt's nicht, man muss nicht erst anderthalb bis drei Stunden Updates ziehen, so unglaublich. Ich verachte Updates und habe das auf meinem Computer komplett beseitigt. Also man kann sich Computer so einrichten, dass du niemals was updaten willst. Wenn du da Beratung möchtest, schreib mich privat an und sage ich dir, wie es geht. Dass du deinen Computer so einrichten kannst, dass du nie daneben mit Updates belästigt wirst. So ein paar Grundtipps, geht ganz schnell. Und außer auf Konsole, da weiß ich es noch nicht. Man kann es umgehen, wenn man die Konsole vom Internet entkoppelt und offline spielt. Aber anders kriege ich es technisch noch nicht hin, auf Updates zu verzichten. Das heißt, du wirst bei diesen wunderschönen Konsolen niemals mit Updates belästigt. Du hast auch nochmal deine Stromrechnung voll dort. Du lädst eine Stunde Update mit 150 Watt, die du gar nicht bezahlen willst, weil du so schon jeden Monat 100 Euro Stromrechnung hast als Einzelperson heutzutage. Ah! Nein, die Konsole hat noch den anderen Vorteil, dass man sie eben auch kaufen, anschließen und sofort losspielen kann, weil du nicht gezwungen bist, wie bei den modernen Konsolen, die Konsole auch komplett auseinanderzuschrauben. Gut, das ginge bei dieser PlayStation sau leicht, die hat Kreuzschlitzschrauben, die ich euch mal zeigen kann. Moment, mal kurz Boden füllen. Die hat noch ganz simple Kreuzschlitz, brauchst kein Drei-Wing wie bei Nintendo-Konsolen. Und da ist auch nichts überklebt, die sind alle sofort offen. Du hast die Konsole innerhalb von Sekunden offen. Nein, bei den heutigen Konsolen, die alle steckt sind, musst du erst durch unzählige YouTube-Tutorials herausfinden, wie man die Konsole öffnet. Und obwohl du dir 50 Tutorials geguckt hast, brichst du dann noch alles ab, weil es nur mit Plastik gesteckt ist. Das heißt, du machst sie richtig schön kaputt beim Öffnen. Geht gar nicht. Weil du bei den modernen Konsolen, bei jeder modernen Konsole, gezwungen bist, zwingendst, dieses ekelhafte WLAN-Modul zu finden und oder Bluetooth-Module, die du dann abstecken darfst, damit du nicht ununterbrochen mit Elektronen befeuert wirst, Krebs kriegst und stirbst. Während du beim Zocken ununterbrochen Kopfschmerzen hast und deine Augen stechen, deine Schläfen stechen, dein ganzer Schädel sticht und du nur sterben möchtest vor Schmerzen, weil du die Funkwellen nicht abstellen kannst, weil sie kontrollersuchbedingt auf Dauerfeuer gestellt sind. Ich musste meine Xbox One, aktuell neueste Konsole, vom Microsoft-Lager, komplett auseinanderschrauben, diese scheiß WLAN-Antenne rausruppen, danach musste die Konsole erstmal verkraften, dass da keine WLAN-Antenne drin ist, wollte sich gar nicht mit Internet verbinden, bis sie es dann mal gerafft hat. Dann hat sie LAN genommen und der Controller läuft auch über dieses WLAN-Modul, faszinierenderweise. Der wird natürlich dann mit USB-Kabel verbunden und dann hat man auch von Funkwellen Ruhe. Aber zum einen verlierst du immer schon mal schön deine Garantie bei jeder neuen Konsole. Zum zweiten kannst du die ja nicht mal verkaufen, weil die keiner mehr ohne Funkmodul haben möchte. Das heißt, wenn ich eine neue Konsole kaufe, weiß ich, das Geld ist für immer im Arsch. Weil ich die direkt nach dem Kauf aufschrauben muss, beziehungsweise aufknacken muss, weil die ist ja nur gesteckt. Und das Knacken kann man sehr wörtlich nehmen. Das ist wie ein Panzerknacker, der versucht, in den Safe reinzukommen. Du musst also knacken. Und dabei knackt manchmal was ab. Nicht immer, aber oft. Knackt dann bei den Konsolen was ab. Und dann kommst du an das WLAN-Modul ran. Das musst du dann physikalisch ausbauen. Bei Microsoft ist es gesteckt, bei Nintendo nicht. Da kannst du es nicht ausbauen. Da ist es Teil der Platine. Deswegen seit 15 Jahren komplett Nintendo-Konsolen frei. Nintendo möchte nicht mehr, dass ich die Konsolen kaufe und die Videospiele spiele, weil die mich unterbrochen mit Funkwellen foltern wollen. Und das hat man eben bei der PlayStation 1 nicht. Das ist so schön. Unglaublich schön. Bin so voller Demut und Dankbarkeit. Das ist schön. Keine Funkwellen. Du kannst eine Konsole wirklich kaufen und losspielen. Ohne, dass deinem Körper massiv geschadet wird. Als absolute Tatsache. Das ist unglaublich schön. Auch das muss verstanden werden. Deswegen ist dieses PlayStation und die 90er Jahre so unglaublich schön. Ja. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mir nicht mal eben so als Nebenkonsole eine PlayStation 4 oder so hole. Oder bald 5. Weil ich einfach müde bin. Müde und faul. Jedes Mal die Konsole auch schon mal 1 bis 3 Jahre auf den Markt kommen zu lassen. Bis dann mal ordentlich Tutorials in YouTube on sind, die dir zeigen, wie das Ding auseinanderschraubst. Um es dann auseinanderzuschrauben, nachdem das Ding schon 3 Jahre auf dem Markt ist. Um dann nach mehreren Tagen, wo du daran gesessen hast an dem Ding, das dann alles ausgebaut zu haben, das Ding dann wirklich spielen kannst. Nein, früher konnte man so eine Konsole kaufen, anschließend einschalten. Und dir tat nichts weh. Du hast keine Kopfschmerzen gekriegt. Du hast einfach nur Spielspaß. Das war noch Zeiten.
Und mit einem letzten Schwenk verabschiede ich mich somit von den schönsten Konsolen. Und quellenfrei. Updatefrei. Festplattenfrei. Belästigungsfrei. Einfach nur. Wunderschön. Danke fürs Zuhören. Anteil.